Mein Name ist Gabi Großberger. Ich bin zuständig für das Marketing und die Marketingleitung in der Otterkringer Brauerei. Kurz zur Otterkringer Brauerei selber. Wir haben unsere Brauerei hier im 16. Bezirk seit 1837, also seit über 175 Jahren brauen wir hier am Standort das Bier für Wien und für ganz Österreich. Haben mehr als 12 verschiedene Sorten Biere, die wir aus Einzelsuden kreieren und wo wir für jeden Konsumenten ein passendes Bier brauen. Wir in der Otterkringer Brauerei haben die Otterkringer Brauerei selbst als Dachmarke, haben das beim Relaunch 2012 so kreiert, dass wir oben das Dach Otterkringer Brauerei haben und darunter drei Säulen. Das ist einerseits die Marke Otterkringer, darunter die Produkte, das Hauptprodukt Otterkringer Helles, Wiener Original, Wiener Gemischtes und den Radler. Dann gibt's eine Säule, das ist die Marke Goldfassl. Hier haben wir die Bierspezialitäten zusammengefasst, sehr bekannt aus den 70er, 80er Jahren, das Goldfassl Spezial und das Goldfassl Pils, aber auch die Zwickelbiere und die alkoholfreie Marke 0, Josef. Unsere Marken sind von dem her, dass die Marke Otterkringer an sich die stärkste ist, mit dem Hauptprodukt, wie schon erwähnt, und die Marke Goldfassl auch sehr stark in der Gastronomie vertreten ist. Natürlich gibt es unser Otterkringer Helles als Hauptprodukt in der Gastronomie. Es ist aber eher so, dass im Handel die Goldfasselprodukte weniger stark vertreten sind, aber einen sehr großen Wert auch in der Gastronomie haben, um eben auch die vielfältigen Biere im Lokal kosten zu können. Nikolaus Ofzarek ist für uns ein Wiener Original. Er ist gebürtiger Wiener und repräsentiert Wien einfach sehr gut. Genauso wie wir die Brauerei aus Wien sind, die einzige Brauerei, Großbrauerei in Wien. Und deswegen sind wir der Meinung, dass das sehr gut zusammenpasst. Und Nikolaus Ofzarek ist auch an seiner Schauspielpräsenz sehr vielfältig. Das heißt, er ist Burgschauspieler, er spielt in Filmen mit, wie zum Beispiel Altes Geld, er hat im Braunschlag mitgespielt. Das heißt, er ist sehr wandlungsfähig und spricht auch damit sehr viele Leute an. Und auch das wollen wir mit den Bieren in der Otterkringer Brauerei schaffen. Otterkringer ist eine sehr urbane Marke, ist schon allein gegeben durch den Standort in Wien, dass wir sehr modern sind, urban, dass wir innovativ und schnelllebig sind. Auch sehr vielfältig, genauso wie in Wien, dass man sehr viel machen kann, Musik, kulturell, von Sportmöglichkeiten, alle Varianten einfach zur Verfügung hat. Auch die Marke Otterkringer mit ihren Bieren einfach diese Vielfältigkeit bietet. Und wir sind auch eine sehr offene Marke, also wir sind gerne bei den Leuten draußen, holen die Leute auch zu uns in die Brauerei rein. Wir haben einerseits die Brauereiführungen, wir haben Konzerte, Clubbings, die Braukulturwochen im Sommer über 9 Wochen, wo am Vorplatz bei uns ein Bierfest stattfindet. Und wir sind auch viel draußen bei Festivals wie zum Beispiel dem Nova Rock oder den Urban Art Forms und auch am Rathausplatz jedes Jahr in Wien. Also sehr viel mit den Leuten auch und sehr viel Verbindendes. Der 16. Bezirk ist ein Bezirk, der sich derzeit sehr gut weiterentwickelt. War nicht immer so, beziehungsweise war ja auch der 16. Bezirk früher kein dezidierter Teil Wiens. Das ist zusammengewachsen und ich denke, dass auch wir sehr stark mit der Stadt und mit dem 16. Bezirk verknüpft sind. Und natürlich ist es ein Bezirk, der im Aufschwung ist und der gerade am Herankommen ist. Und wir sind einfach ein Wahrzeichen für den 16. Bezirk und für Wien.